Jo, hi Leute, hier ist wieder James, aka Chris, mit einer neuen Folge unserer Let's Play-Reihe. Und zwar sind wir am 10. Spieltag angelangt und wir wollen mal ganz kurz schauen, wie die Voraussetzungen sind. Also, wir sind auf dem dritten Platz mit 210 Punkten, also 43 Punkten Rückstand. Und wir wollen heute gemeinsam Tippen aufstellen und gucken, dass wir noch rechtzeitig an den Start bekommen. Also, schnell auf die Aufstellung geguckt. Wir sehen Mainz gegen Frankfurt, da haben wir heute keinen. Und ansonsten ist es eher ein Glücksspiel, je nachdem, wer von den Leuten denn auch Einsatz bekommt, die auch beim DFB-Pokal im Einsatz waren. Da bin ich mal ganz gespannt und hoffe natürlich auf das Beste. Wir schauen mal, ob wir Friedrich rauswerfen können und dafür dann auf Horn setzen können. Das wäre natürlich von der Wahrscheinlichkeit her eine höhere Wahrscheinlichkeit, denn ein Manuel Friedrich kann ja gar nicht spielen. Deshalb ist das, denke ich mal, unsere Aufstellung. Wir müssten Frei noch raustun. Die höhere Wahrscheinlichkeit, dass Clemens spielt anstelle von Frei, ist auch bedeutend höher. Und deswegen ist das für unseren Spieltag unsere Mannschaft. Schnell auf Aufstellung speichern gehen. Das ist noch rechtzeitig also drin. 2 Stunden vor dem Anstoß ist sowas noch lange, lange möglich. Also da könnt ihr natürlich jetzt auch noch eure Mannschaften ändern. Bis kurz vor knapp. Ich glaube, das war lange Zeit eine halbe Stunde bis vor dem Anpfiff des ersten Spieles des Spieltages. Also könnt ihr noch eure Mannschaften ändern. Die zählen dann für das komplette Wochenende. Ihr könnt dann nichts mehr ändern. So, das dazu. Wir gucken ganz schnell noch auf die Tipps. Das müssen wir machen. Das ist wichtig. Das ist Cash in the Tash bei uns. Und deswegen wollen wir das jetzt gemeinsam tun. Also Mainz gegen Frankfurt, da müssen wir uns vielleicht, glaube ich, besser eine Hilfestellung reinholen. Ich weiß nicht genau, wer wie aufstellt und wer wie heimstark oder auswärtsstark ist. Da gucken wir gleich mal drauf. Ansonsten Leverkusen gegen Köln, denke ich, wird das ein klassisches Rhein-Derby. Das wird ein enges Spiel. Köln natürlich mit dem 3-1-Sieg gegen Berlin wieder etwas mehr Euphorie an den Tag. Aber Leverkusen zu Hause sehr, sehr stark und deswegen denke ich, wird das ein 2-1-Sieg für die Leverkusener. Vielleicht sogar ein 2-0. Müssen wir mal gucken, wer könnte denn das Tor schießen. Vielleicht durch die Euphorie hinweg können wir auf ein 2-1 tippen. Vielleicht auch lange, lange Zeit ein 1-1. Das weiß ich nicht genau, aber ich schätze mal, das wird ein engeres Spiel als die anderen Heimspiele von Bayer Leverkusen. Aber am Ende wird man, denke ich, den Kölner keine Punkte lassen. Dann muss man auch sehen, was dann mit einem Stöger passiert, nachdem Schmadtke ja schon in der Woche das Handtuch geschmissen hat. So, dann Schalke gegen Wolfsburg ist, glaube ich, in den letzten Jahren immer ein gutes Spiel gewesen. Da ist immer was los, aber Schalke ist mir eigentlich im Moment zu stark, dass man glauben könnte, dass man da Punkte liegen lässt. Ich sag mal 2-0 für die Schalker. Hannover jetzt 3 Niederlagen in Folge. Wenn ich mich recht erinnere, und auch gegen Dortmund wird nichts drin sein. Ich denke, auch hier wird es ein klares 0-2 werden für die Dortmunder. Hannover ja relativ stark, was die Defensivarbeit anbelangt. Dortmund anfällig, was die Defensive anbelangt. Deswegen könnte man auch auf ein 2-1 tippen. Man muss aber auch überlegen, ich weiß nicht genau, was mit Aubameyang ist. Wir gucken mal ganz kurz auf den Kader im Moment von Borussia Dortmund. Da gab es Meldungen, dass Aubameyang ja angeschlagen ist. Aber ihr seht, was dann danach rücken würde. Pulisic, ja, Molenko, Castro, Weigl, Götze. Also die volle Kapelle eigentlich am Start. Auch Schmelzer ist wieder zurück. Guerrero war auch im Einsatz im DFB-Pokal. Also da kann man schon wieder sagen, Borussia Dortmund ist wieder ein Schritt weit stärker geworden als noch zuletzt. Und das ist natürlich erschreckend genug. Ich denke mal, das wird schon ein klarer Sieg für die Dortmunder werden. So, Berlin gegen Hamburg, vielleicht zwei Sorgenkinder zuletzt. Also Berlin und Hamburg sind beide letztlich immer ohne Punkte geblieben. Wir können ja mal ganz kurz auf die Statistiken gucken. Kleinen Moment. So, da sind wir zurück und zwar Berlin gegen Hamburg. Ich wollte eigentlich mal gucken, die letzten Spiele. Also gucken wir erstmal die letzten 10 Spiele der Mannschaften insgesamt. Das war also für die Hamburger zuletzt Bayern, Mainz und dann Bremen. Also immerhin einen Punkt geholt. Ansonsten klare Niederlagen erlitten. Gegen Bayern hat man ein gutes Spiel gemacht, auch mit 10 Mann. Und die Hertha aus Berlin hat zumindest einen Punkt gegen Bayern und einen Punkt gegen Freiburg, aber dann auch zuletzt zu Hause auch relativ schwach. Hier dann im Euroleague-Spiel, da hat man sowieso nichts gewonnen und jetzt auch in der Liga nicht mehr so erfolgreich. Da muss man schauen. Also ich denke, das wird ein ganz, ganz schwaches Spiel. Und das wäre vielleicht das erste Spiel, was man auf Unentschieden tippen könnte.
Wir können ja noch mal kurz auf den Direkt vielleicht gucken, ob es da irgendwas zu lesen gibt. Also auch im Direktvergleich sehe ich jetzt hier nicht. Zuletzt das Spiel in Hamburg war ein Sieg für die Hamburger. Zuletzt dann in Berlin war ein Sieg für Berliner. Aber im Moment würde ich eher sagen, ihr seht es selbst. Es gab kaum Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften. Es wäre vielleicht ein Fehler, auf einen Unentschieden zu setzen. Deswegen sage ich, Berlin kommt irgendwie aus der Schlinge raus und gewinnt das Spiel mit einem dürftigen 1 zu 0. Dann haben wir Hoffenheim gegen Gladbach. Das ist immer, immer ein Sieg für Hoffenheim. Da macht ihr nichts falsch. Wir tippen auch hier 1 zu 0 für die Hoffenheimer. Bayern gegen Leipzig war ein Spiel auf Augenhöhe. Ich würde sagen, das ist das Topspiel für morgen. Das können wir noch nachjustieren. Hier würde ich eher sagen 1 zu 1. Bremen gegen Augsburg würde ich derzeit eigentlich sagen, auf dem Papier müsste Augsburg natürlich gewinnen. Die sind in bestechender Form, machen auf jeden Fall die Tore. Bremen ist nicht zu sehen. Und wenn man auf die Tabelle schaut, und zwar gucken wir mal, sieht man hier 5 Punkte im Vergleich zu 12 Punkten. Also auch hier eine klare Tendenz gegen Bremen eigentlich. Aber ich möchte ganz kurz noch gucken, ob es nicht irgendwas gibt, was uns vielleicht überzeugen könnte von einem Bremer Sieg. Und zwar seht ihr hier bei den Wettquoten ist Bremen gar nicht so schlecht aufgestellt. Augsburg eher gleich, also fast schon in Unentschieden tendenziell, muss man sagen. Aber trotzdem können wir auch mal kurz auf die Aufstellung gucken. Also hier ist schon fast alles am Start, was man sich wünscht. Auch Kruse ist zurück. Das spricht auch ein bisschen was für Bremen. Wir gucken ganz kurz auf den Direktvergleich. Wie hat Augsburg zuletzt in Bremen gespielt? Auch letztes Jahr war Bremen ja nicht sonderlich stark. Da hat Augsburg gewonnen. 2 zu 1 die letzten 2 Jahre. Also wir tippen mal auf einen Auswärtssieg. Ich glaube aber, wenn Kruse frühzeitig ein Tor machen kann, können das Ding auch für die Bremer, also in die Richtung gehen, dass die einen Sieg holen werden. So, dann guckt mal ganz schnell noch, was die Buchmacher sagen zwischen Stuttgart und Freiburg. Und da ist ein klarer Stuttgarter Sieg drin. Und dem wollen wir einfach mal folgen. Und wir sagen hier, es wird ein 1 zu 0, aber kein gutes Spiel. Gucken ganz kurz auf die Buchmacher zu dem Spiel hier. Das ist auch ein engeres Ding. Frankfurt eher vorne als Mainz. Kann ich auch unterschreiben, also was ich von Frankfurt zuletzt gesehen habe, hat mich eigentlich überzeugt, aber Mainz ist immer, immer zu Hause recht gut. Deswegen könnte ich auch sagen, hier ein 2 zu 1 für Mainz, aber man könnte auch sagen, eigentlich ein Unentschieden, aber dadurch würden wir nichts gewinnen. Deswegen sagen wir einfach mal heute 2-1, auch wenn wir da wahrscheinlich mit falsch liegen. So, Tipps abgeben. Wir haben aufgestellt, wir haben getippt. Bleibt uns eigentlich nur noch kurz den Transfermarkt zu checken und ja, was sehen wir? Wir sehen hier Kent, wir sehen Haraguchi, Caligiuri für kleineres Geld, Insua, Meier, Lustenberger, Balogun. Also ich sehe jetzt hier keine richtigen Granaten, die uns weiterbringen würden. Interessant ist Bell. Also wenn der heute ein gutes Spiel macht, könnte man noch drauf bieten und vielleicht einen Euroni machen. Und auch Justin, falls sich einer unserer Stammspieler verletzen sollte. Und wir werden ganz kurz noch alle Spieler draufsetzen für den Spieltag. Das machen wir ganz fix und damit sind wir auf der sicheren Seite. Falls irgendwas passiert, haben wir zumindest morgen die Möglichkeit noch zu reagieren. So, ansonsten sind wir eigentlich durch mit dem 10. Spieltag. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und drückt mir bitte die Daumen, dass wir hier mal wieder erfolgreich punkten können. Zuletzt hast du uns immer einen Spieler noch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Wenn mal alles glatt geht, dann bin ich mal gespannt, was da für Punkte bei rumkommen. So, ansonsten sehen wir uns dann zur Analyse am, ja, ich denke mal am Sonntag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg und bis dann. Euer Jamers, bye bye und tschüss, Reno.